Hey Freunde und herzlich willkommen zum großen Finale von Splinter Cell Blacklist. Ja, es tut mir leid, letztes Mal dieser blöde Cut, aber ich hatte Lust darauf. Und ja, da steht es schon, Sadiq aufhalten und die Blacklist beenden. Okay, und das werden wir jetzt tun. Ich habe keine Ahnung, was genau passieren wird. Lasst euch überraschen, genießt es einfach und ja, ich würde sagen, wir legen los. So, ich markiere hier einfach mal irgendwen. Obwohl, ist eigentlich auch egal. Also, wir befreien uns. So, wir laufen mal. Da ist er. Oh Mann. Ach du Kacke. Sam, Briggs hat's erwischt. Sadiq versucht abzuhauen. Du verblutest hier. Bring es zu Ende, Sam. Okay, Freunde, wir müssen Sadiq jagen. Und wir haben nur noch die Handfeuerwaffe. Ich glaube nicht, mein Freund. Verdammt! Scheiße. Komm schon. Okay. Wir haben echt gar keine Waffen gerade, Freunde. Wir haben nichts. Absolut gar nichts. Okay, ich muss warten, bis das Licht ausgeht. Glaube ich zumindest. Jetzt zum Beispiel. Wow. Oh, er hat uns. Verdammt nochmal, das war nicht gut. Das ist echt krass. Natürlich haben wir keine Munition bei uns. So muss es am Ende eben sein. Ganz klassisch den Typen einfach mal einfangen und bewusst so schlagen. Ach gut, hier ist natürlich intelligenter. So. Wo kann ich als nächstes hin? Ich denke, ich kann darüber, aber dafür muss das Licht ausbleiben. Okay, er haut ab. Nicht gut. Wir müssen hinterher. Oh Mann, er darf die Paladin nicht erreichen. Okay. Oh nein. Verdammt nochmal. Ach, das ist echt hart, Freunde. Wir failen uns hier zum Ende. So wie es begonnen hat, wird es auch beendet mit Fails. Ach, ja, da müsst ihr jetzt leider durch. Wo steckst du? Der ist echt flink. Schwenkt drüber. Und jetzt. Ja, toll. Huh. Okay. Ich will dich erwischen. Wo zielt er hin? Ah, das ist echt doof, man weiß es nie. So, sind wir mal ein Stück näher gekommen. Jetzt noch einmal nach da schwenken. Hör auf, rumzuballern. Oh nein, nicht schon wieder. Verdammt, ich weiß nicht, ob wir ihn... Ob es irgendwie einen Zeittrigger gibt, dass wenn er an einem gewissen Punkt ist, dass die Mission gescheitert ist. Ansonsten würde ich mir natürlich Zeit lassen. Echt krass. Vielleicht jetzt gleich nochmal. Und... Ja! Sehr schön, Freunde. So jetzt gleich laufen können. Ich habe abgedrückt. Verdammt. Oh nein, Sam. Oh Gott, nein. Wir sind wieder heftig angeschlagen. Sollen wir jetzt wirklich zur Paladin gehen? Oh Gott, Freunde.
Sam, reiß dich ein bisschen zusammen, komm schon. Fang an zu laufen. Denk an deine Tochter oder irgendwas. Oh oh. Autsch. Los, Sam. Oh, wiederholt drücken. Verdammt. Ich drück ja schon. Es ist vorbei. Denkst du, das endet mit mir? 12 Nationen stehen hinter den Engineers. Hinter mir! Seid ihr bereit für 12 Kriege? Töte mich! Töte mich! Und diese Nationen werden sich erheben. Stell mich vor ein Gericht. Dann werde ich jedes verdammte Geheimnis verraten, das ich in Erfahrung gebracht habe. Ich habe längst gewonnen. Ich glaube nicht. Es gibt immer eine andere Option. Los geht's, Freunde. Wow, wir haben es geschafft. Und da gibt's die Silbertrophäe. Sehr schön. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Alles klar, gar nicht mehr so wichtig, das mit dem Geld jetzt. Zumindest nicht für die Geschichte des Spiels. Lad bitte hin, ich will wissen, wie es weitergeht. Wir alle wollen das Ende sehen. Schade, dass ich so oft gestorben bin eben. Das fand ich ein bisschen schade. Aber ansonsten war es doch okay, denke ich. Oh Mann. So, fortsetzen, Freunde. Was machen wir nun mit dem Kerl? Wie krass, das war jetzt Brickstar. Ach egal, ich erzähle das später. Und wie viel Schuss passen da rein? 20 ins Standardmagazin. Finger vom Abzug, du ballerst noch ein Loch ins Flugzeug. Entspann dich. Hey, Briggs! Was wird das? Meine Knarre? Ja, wieso ist er nicht im Käfig? Freue mich auch, dich zu sehen, Briggs. Er gibt mir nur ein paar Waffeninfos. Gehör fast schon zum Team, was? Glaub das, wenn's dich glücklich macht. Willkommen zurück, Briggs. Schön, dich zu sehen, Grim. Was passiert? Sie machen's offiziell. Tote, mit dem ich rede. Wer bist du? Fangen wir nochmal von vorne an. Wir danken den tapferen Männern und Frauen, deren unermüdlicher Einsatz die Terroristen zur Strecke gebracht hat. Die Welt wird nie erfahren, was sie taten. Ihre Namen werden in Vergessenheit geraten. Doch die Entbehrungen, die sie auf sich nahmen, werden wir niemals vergessen. Okay, Freunde. Ja, das war's. Ich glaube, ich kann den Controller beiseite legen. Okay, sollte man eigentlich nie tun. Aber ich weiß ja, wo er liegt, zur Not. Ich kann mich ein bisschen entspannter hinsetzen. Ja, wir haben das Spiel geschafft. Resümee würde ich ziehen. Ja, eins ist noch zu sagen. Es scheint weiterzugehen. Denke ich zumindest, wenn Sadiq da noch mehr Leute im Hintergrund hat. Heb ab, Sarah. Ich bin's. Dad, tut mir leid. Ich warte jetzt immer, bis ich weiß, wer anruft. Es gab eine Schießerei in der Nähe und... Verstehe. Ich wollte dir nur sagen, dass ich bald nach Hause komme. Ist es vorbei? Ist es wirklich vorbei? Geht's dir gut? Und Onkel Vic und Anna und... Ja,
haben ein paar neue Narben, aber wir leben noch. Oh Gott, schön das zu hören. Ich hatte solche Angst, Ed. Alle hatten Angst. Ich hatte auch Angst. Aber verrat's keinem. Wow, ich dreh noch durch. Du meinst es ernst, Ed? Es ist vorbei. Kein Amerika-Staub? Oh, diesmal nicht. Und auch in Zukunft nicht, dafür sorge ich. Auch in Zukunft? Du bleibst bei ihm? Behältst den Job? Du weißt, dass ich es muss. Aber ich komme zurück. Ich komme immer zu dir zurück. Ja. Das weiß ich, Dad. Ich hab dich lieb. Wir sehen uns, wenn du nach Hause kommst. Ja, Freunde. Sehr schön. Auch ein letztes Telefonat mit dir. Denke ich zumindest. Ja, auf jeden Fall scheint Sadiq dann noch ein bisschen mehr Leute hinter sich zu haben, auf jeden Fall. Vielleicht auch über ihn, das weiß man im Moment noch gar nicht. Und ja, für mich sah das Ganze so ein bisschen nach einem offenen Ende aus, dass doch noch irgendwas kommen könnte in Sache Blacklist. Vielleicht haben wir in Zukunft so ein Splinter Cell Blacklist 2 in den Läden. Vielleicht so in noch 2-3 Jahren. Ja gut, Ubisoft könnte man das auch zutrauen, dass es gleich nächstes Jahr passieren wird. Machen sie ja mit Assassin's Creed auch. Stört mich jetzt nicht so doll, aber okay. Ja, auf jeden Fall, was ich vorhin noch sagen wollte, ist, ich fand das so krass, als Briggs diesen, ja, was war das eigentlich für irgendeinen Ministertypen, der eben die Geheimnisse ausplaudern wollte, einfach mal umgebracht hat, ja. Dieses Fist Freedom ist wohl wahrscheinlich dafür gedacht, eben, ja, wahrscheinlich so eine Art illegales Morden, wenn dafür eben wichtige Geheimnisse bei den richtigen Leuten bleiben. Ja, Hammerspiel, Freunde. Ich fand's geil. Das ist ein Splinter Cell, auf das ich mich echt mal seit Jahren wieder gefreut hatte. Nach Splinter Cell Chaos Theory. Die anderen beiden konnten mich nicht begeistern. Ich hab... Ja, wie war das? Ich glaube, ja, Double Agent habe ich die ersten drei Missionen gespielt. Danach, nee, ging's gar nicht mehr. Ich finde das Ganze irgendwie nicht so toll. Und Black... nee, Conviction... Ja, weiß ich nicht. Da hatte ich damals keine Xbox. Jetzt habe ich zwar eine... Aber ich glaube, ich werde es auch nicht nachholen. Ich werde mir dazu, oder? Ja, werde mir dazu ein Let's Play vielleicht mal angucken. Um das mit Coleman so ein bisschen besser zu verstehen. Und das mit Grimm. Weil da war ja irgendwie auch was zwischen den beiden, zwischen Sam und Grimm. Naja, schauen wir mal. Werde ich mir auf jeden Fall mal was Schönes angucken. Ja, auf jeden Fall möchte ich den wenigen Leuten danken, die ab und an mal unter diese Videos gepostet haben. Es waren jetzt keine regelmäßigen Zuschauer dabei, denke ich. Und es waren jetzt auch nicht so die. Ja, ich sag mal, ja, kreativsten Kommentare, zumindest nicht unter Splinter Cell. Trotzdem danke ich mich natürlich recht herzlich für euer Interesse, für jeden Daumen hoch, den ich bekommen habe auf diese Videos und die vielleicht sogar noch kommen werden. Denn, ja, wer weiß, wie lange ich das Ganze hier mache, wer weiß, wie lange diese Videos hochgeladen bleiben. Und vielleicht schaut der ein oder andere ja mal sogar in 2 Jahren nochmal dieses Let's Play. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, schreibt Kommentare, ja. Warum sage ich das eigentlich jetzt? Ich meine, die, die später gucken werden, das, was ich jetzt sage, eher ist im letzten Partum. Ach, egal, ich quatsche mir schon wieder eins. Gibt's gar nicht. Ja, es war eine schöne Erfahrung für mich auf jeden Fall. Es lohnt sich, das Spiel. Ja. Natürlich wird ein Nachfolgeprojekt kommen, was ich an dieser Stelle nicht verraten werde. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Ich denke mal, so nächste Woche wird es vielleicht angekündigt und vielleicht auch schon der erste Part hochgeladen, je nachdem, wie ich mit Splinter Cell hinterherkomme. Ja. Gut. Ja, Freunde, was mache ich? Sage ich jetzt einfach nichts und ihr könnt den Abspann noch ein bisschen genießen. Na, ich glaube, das werde ich tun, wobei die Musik und Copyright-Rechte und sowas, Urheberrechte meine ich, das ist ja auch mal so eine Sache, nicht, dass mir das Video gesperrt wird. Deswegen entschuldigt, wenn ich jetzt hier immer noch vor mich hin quassele. Ja, Mann ey. Da haben wir es doch echt geschafft. 31 Parts sind es geworden. Kein schlechtes Resümee, glaube ich, für einen Splinter Cell. Ich will mal wissen, wie viele Stunden das insgesamt waren, aber ich rechne mal so mit 15 plus 1-2 Stunden irgendwie. Habe ich noch gar nicht so nachgeschaut. Solange wir noch keins. Und wenn man jetzt nochmal bedenkt, dass es noch eine ganze Menge Zusatzmissionen gibt, ist das schon echt krass. Und dann diese ganzen Koop-Sachen, die man eben online machen kann und ja, eben auch zusammen auf der Couch.
finde ich das recht geil. Und diesen Online-Modus habe ich, diesen reinen Online-Modus habe ich auch noch gar nicht ausprobiert. Vielleicht mache ich da auch mal so ein kleines, ja, Video spaßeshalber drüber, wie ich mal so eine Stunde das online zocke. Muss ich mal gucken. Ja, und jetzt rattern hier so die Namen durch. Sehr schön, bin mal gespannt, wie lange dieser Abspann wird. Ach ja. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall schreibt mir unter diesem Part eben, wie ihr das ganze Let's Play fandet. Ja, Verbesserungsvorschläge dürfen trotzdem kommen, auch wenn ich noch nicht so viele Abonnenten habe und Zuschauer. Aber schreibt es mir ruhig. Ach ja, jetzt könnten sie auch eigentlich mal fast zu Ende sein, die coolen Credits hier. Wobei, jetzt müssen ja wirklich alle gehuldigt werden, die an dem Spiel mitgemacht haben. Das war nämlich ein ziemlicher Action-Kracher. Ich fand's geil. Ich weiß, habe ich jetzt bestimmt auch schon tausendmal gesagt. Na gut, jetzt halte ich mal ein bisschen die Klappe. Wird schon schief gehen. Eins frage ich mich dann doch noch. War ich gut? Habe ich viele Sachen übersehen? Irgendwie habe ich schon das Gefühl, mir hat diese alte Splinter Cell Kamera gefehlt, wo man durch Türen gucken kann. Und wenn mir jetzt irgendwer schreiben würde, ey, Alter, die kannst du schon seit dem ersten Part benutzen, dann würde ich doch schon irgendwie... Ja, dann werfe ich den Gamepad aus der Hand und werde nie wieder zocken. Na okay, gut, das war ein Scherz. Ich könnte mir das zutrauen, also... Sollte ich mit solchen Drohungen lieber ein bisschen zurückhalten? Ach ja. Mann. Die letzte Mission war echt relativ anstrengend, fand ich. Wobei nichts Unschaffbares. Also, es war jetzt nicht so das härteste Spiel, was ich je gespielt habe. Bei weitem nicht. Aber dadurch, dass ich sowas eben jahrelang nicht gespielt habe, war es schon zumindest am Anfang ziemlich gewöhnungsbedürftig und schwierig für mich. Man hat's ja gesehen. Ja, sie werden, glaube ich, wirklich nicht aufhören, die Credits. Das ist ja Wahnsinn, ey. Der Soundtrack, der ist jetzt zwar, sag ich mal, ja, sehr eintönig, aber irgendwie passt es das ganze Spiel über. Es hat mich nicht einmal genervt. Als ich zum ersten Mal gehört habe, dachte ich echt so, es ist irgendwie Hans Zimmer ein Werk und der macht hier einen auf Batman, so hat es sich ein bisschen angehört. Fand ich geil. Das klang am Anfang, oder der Sound, den ihr jetzt zum Beispiel gerade hört, klingt so wie die Einführungsszene und ja, von The Dark Knight. So ein bisschen auch, dieser ganze Bass und so. Finde ich schon relativ geil. Also hat nicht einmal genervt, muss ich sagen. Krass, ey. Es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Nicht, dass wir noch irgendwas verpassen, wenn ich jetzt irgendwas drücke. Von daher lasse ich das. Ich habe das Gefühl, so maximal noch eine Minute, dann ist es vorbei. Die Hälfte des Parts ist wohl Abspann. Ui, und mein Controller ist ausgegangen. Fail. Da ist er wieder. Naja. Gib mir einfach der Controller aus. Böser Controller.
So ein geiler Sound, oder? Also ich finde, es hat auf jeden Fall was. Da sind die Special Thanks. Danach hört es meistens auf. Dann kommen meistens noch so ein paar Engines, so zum Beispiel wie Havoc oder so, oder eben die Grafik-Engine, auf die das Spiel aufgebaut ist. Dann kommt eigentlich immer so das Ende. Schön, dass du auf den Beinen bist, Vic. Schön, auf den Beinen zu sein. Noch eine Woche im Krankenhaus und der Fraß hätte mich umgebracht. Waren sie da nett zu dir? Die Ärzte waren klasse, aber die Schwestern. Erinnerst du dich noch an den Elefanten, den du fast mal gekauft hättest? Natürlich, du redest ja dauernd davon. Sekunde mal, du hast einen Elefanten gekauft? Es ist sehr lange her. Ja, aber weißt du, was ich glaube? Dieser Elefant hat sich zur Krankenschwester ausbilden lassen. Ich schwöre euch, dass der mir dort dreimal am Tag eine Spritze in den Arsch gejagt hat. Der Elefant hatte die Ausbildung noch gar nicht abgeschlossen. Okay, das ist ein Argument. Okay, es geht weiter, wie man sieht. Okay. Jetzt bin ich verwirrt, Freunde. Okay, wir gucken nochmal kurz ins SMI. Ja, Standard F. Es gibt nichts Neues. Könnt ihr das nochmal wiederholen? Ja. Was ist das hier? Das sind Grimm-Missionen. Coben. Ja, Briggs und Charlie, genau. Und dann hier dieses Online-Versus-Spione gegen Söldner. Okay, wir haben es. Ich lasse es nochmal kurz ausklingen. Da steht es nochmal Angriff auf Amerika Staub. Gucken, was der noch zu sagen hat. Geht's wieder zurück nach Langley? Auf keinen Fall. Ich will im Einsatz bleiben, es sei denn, du möchtest das nicht. Natürlich will ich dich dabei haben. Wusste ich doch. Wer soll dich auch sonst aus dem Knast holen, wenn du mal wieder einfährst? Wenigstens habe ich mir keine Kugel eingefangen. Ich würde dich auch dann noch rausholen. Okay, Spurs gibt noch so ein paar. Wir können von mir aus loslegen. Sag einfach Bescheid. Gespräche, die wir natürlich noch führen werden. Ja, Blacklist ist beendet erstmal. So, Grim, was hast du zu sagen? Was Neues von den Engineer-Aktivitäten? Dank SMI und der Daten, die ihr in Denver aufgetan habt, hat sich ein ziemlich genaues Bild ergeben. Wissen wir etwas über ihre Verbindungen? Jede Frage, die wir beantworten, wirft neue Fragen auf. Der Umfang von Sadiqs Operation ist enorm. Du hast ihn zum Glück kaltgestellt. Das Team hat Sadiq kaltgestellt. Wir wissen beide, dass wir dir viel verdanken. Danke. Ich muss weitermachen. Ich hatte vergessen, wie ungern du Komplimente bekommst. Okay. Danke, Grim. Wir sprechen uns nachher. Küsst euch doch. Oh Mann. Echt krass. So, Charlie war hier auf jeden Fall nicht. Wir rennen mal außen dran vorbei. Ha, hier geht's nicht. Ach ja, Freunde, war es nicht ein schönes Abenteuer? Ah, sehr lobenswertes Spiel. Ich guck mal, ob Coben eigentlich hier drin ist. Der scheint wohl draußen gewesen zu sein und Charlie so ein paar Waffeneinweisungen gegeben zu haben. Bin ich jetzt mal gespannt. Oder haben sie ihn freigelassen? Nein, er ist noch immer da, natürlich. Okay, nach allem, was ich für euch getan habe, willst du mich jetzt freilassen? Nein, und das hast du dir selbst zu verdanken. Komm, ich habe das Flugzeug gerettet, meine Kunden verraten, was denn noch? Genau. Du hast dich als nützlich erwiesen und bleibst schön hier. Das ist ein Witz, oder? Ich weiß, hab mich auch ziemlich überrascht. Heißt das, ich gehöre zum Team? So nützlich warst du auch wieder nicht. Aber vielleicht im nächsten Teil. Moment mal, wo bist du hin? Wir müssen noch über meinen Arbeitsvertrag reden. Also ich mag ihn, auch wenn man ihn so nicht wirklich viel sprechen hören hat. Aber Corbin fetzt schon, er hat uns geholfen. Er hat uns echt aus der Klemme geholt. Ach ja, so lassen wir den Part ganz gemütlich ausklingen. Die letzten Minuten von Splinter Cell könnt ihr hier erleben. Zumindest von der Kampagne. So, Charlie noch und dann war es das, glaube ich, mit allen wichtigen Personen. Charlie, ich wollte noch sagen, gute Arbeit. Danke, Sam. Hast eine Menge erreicht für das Team und Vic.
Also das bedeutet mir eine Menge. Das bedeutet, dass du dich 5 Sekunden freuen darfst, bevor du deinen Arsch an die Arbeit schwingst. Wir haben zu tun. Gefühle sind deine Stärke. Okay. Alles klar. Gute Arbeit, Charlie. Danke, dass ich dabei sein darf. Gut, und Charlie und Grimm haben wohl das kleine böse Geheimnis von Charlie für sich behalten. Was ja eigentlich nicht schlecht ist. Ja, Freunde. Das war's dann. Ein letztes Mal stelle ich mich hier hin vor diese Tafel. Wir sehen die ganzen Fragezeichen. Ja, und das war's mit der Kampagne, Leute. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit mir und dem Spiel. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in meine anderen Projekte reinguckt. Also, ich verabschiede mich und bis dann.